Deutschland. Ringärzte Dr. Jörg Woltersdorf und Professor Dr. Walter Wagner, die Zeitnehmer an der offiziellen Uhr, Dieter Adam und Andreas Krämer und der Dank an Markus Aslani vom BDB-Beauftragten für internationale Angelegenheiten. Der Herausforderer in der blauen Ecke, Timo Hoffmann, geboren am 25. September 1974, 2,02 Meter groß, aktuelles Kampfgewicht 115,4 Kilogramm, 45 Kämpfe, davon 38 Siege und 22 durch K.O. Trainiert wird er von Dirk Chemski. Der Champion, François Botha, geboren am 28. September 1968, 1,88 Meter groß, nicht breit, Gewicht 114,5 Kilogramm, Bilanz 53 Kämpfe, 46 Siege, 28 durch Knockout. In seiner Ecke Warren Richard Halley. Seid ihr bereit für einen besonderen Fight? Wir geben ab an den Ringrichter. So, also, der Ringrichter ist Robert Verweis, noch ein relativ unbekanntes Gesicht. Seit einem Jahr ist er aufgetaucht in der nationalen Szene und kann schon so einen Kampf leiten. Bye, Glück. Okay, Franzi, go back. Das war ja kurz und knackig, also beide sollen fair boxen, das kennen wir alle schon. Matteo. Ja, die Spannung ist groß Matteo. Vor diesem Kampf der Kolosse hier in der Börderlandhalle. Immerhin bringen beide insgesamt 230 Kilo auf die Waage. Sprüche gab es viele vor diesem Event, jetzt zählt nur noch das Können. Und vor allem, denke ich mal, wer die bessere Kondition mitbringt. Routiniert sind beide, beide hatten schon viele Weltklasse-Leute vor den Fäusten, das haben wir gehört. Und beide können nicht mehr austeilen, sie vertragen auch einiges. Timo Hoffmann, er muss jetzt langboxen, er muss versuchen, sich diesen Botha vom Leib zu halten. Das ist die Taktik. Botha ist ja kein Boxer, der hinter einer geschlossenen Deckung unbedingt sich bewegt. Er versucht anzugreifen und hat Schmackes in den Fäusten. Hat sich viel in den K1-Ring bewegt. Aber da gehen die Kämpfe dreimal 3 Minuten. Hier sind es 12 Runden nach 3 Minuten, also bin mal gespannt, wie er konditionell drauf ist. Ja, und hier eine krachende Rechte gleich zum Kopf von Timo Hoffmann. Guten Tag. Auch hier gute Führungshand von Hoffmann, das ist richtig. Und er muss die Deckung geschlossen halten. Das haben sich beide schon mal guten Tag gesagt. Bei beiden hat es eingeschlagen. Und beide wissen jetzt, was sie von ihrem Gegner zu halten haben. Diese überfallartigen Angriffe von Botha, die sind gefährlich. Da lässt Hoffmann oftmals seine Linke noch etwas hängen und das versucht Botha auszunutzen. Und wer weiß, ist gut geraten, wenn er hier mal ein bisschen auf die Köpfe aufpasst, so wie sich Botha da in Hoffmann reinschraubt. Für einen Schwergewichtskampf durchaus hier schon ein flotter Beginn. So, schön wieder die Führungshand zum Kopf von Botha. Das ist die Chance hier von Hoffmann. Wie gesagt, der Botha hält nicht so allzu viel von der Abwehrarbeit. Ja, ein bisschen übergewichtig ist er schon mit seinen 114,5 Kilogramm. Klar, er hat schon mehr gehabt, aber austrainiert ist er nicht. Kombination von Timo Hoffmann. Angesetzt von Botha.
Aber er ist ein Ringfuchs. Er versucht eben alles. Langboxen muss er, Timo Hoffmann. Jawohl. Zurückgehen, wenn er da angeflogen kommt. Das ist genau die richtige Taktik. Zweite Runde, erste Runde sehr gut von Timo Hoffmann geführt. Und Kirk Jemski hat gesagt, Timo, tu mir einen Gefallen, geh nicht trottelig in den Gegner rein. Er meinte damit, er soll die Linke nicht einfach nur so nach vorne tätschen, dann soll sie schlagen, genauso wie er das jetzt gemacht hat. Und wenn er zurückgeht, dann soll er so zurückgehen, dass Botha bei seinen Angriffen an ihm vorbeifliegt. Das macht er bisher ganz gut, dass er die Schläge auspendelt. Botha holt jetzt schon tief Luft. Ja, ein bisschen Respekt vor der langen Linken von Team Hoffmann, François Botha. Wobei er ein Typ ist, der sich vor nichts und niemanden fürchtet gegen Mike Tyson. Da war ja klar nach Punkten vorne. Tyson versuchte sogar ihm in der ersten Runde in den Arm zu brechen, was dann Gott sei Dank nicht gelang. Aber in der fünften passte er nicht auf und die rechte von Tyson krachte an seinen Kopf und er kam minutenlang nicht mehr zu sich. Ja, das ist nicht unbedingt das richtige Mittel von Hoffmann, sich da auf den Nahkampf einzulassen. Wenn er weiß, genau so, das ist eine Kombination zum Kopf. Wunderbar gemacht von Timo Hoffmann. Das ist das Mittel, um diesen Botha hier zu besiegen. Aber er wird ihn weich klopfen müssen. Ja, die rechte kam nicht richtig an. Ist da irgendwo auf der Hälfte hängen geblieben. Und da muss er mal rein, der Herr Verweis, und sagen, hier so mit den beiden Fäusten auf die Ohren, das geht nicht. Muss jetzt ganz ruhig bleiben, Team Hoffmann. Schön wieder jetzt mit der Führung, dann die rechte nachgezogen. War er etwas zu nah am Mann, um hier volle Wirkung zu erzielen, aber taktisch ist er perfekt von Dirk Jemski bislang eingestellt. Ja, im Oberkörper immer noch erstaunlich beweglich, François Botha. Und da kommt seine rechte zum Kopf von Team Hoffmann. Er muss da die Fäuste oben lassen. Wieder mal ein Tiefschlag. Ja, für beide ist es hier die letzte Chance. Das wissen die Fans in der Halle, das wissen die Boxer. Und Timo Hoffmann geht die Sache hier wirklich exzellent an. Dritte Runde, die ersten beiden, würde ich sagen, gingen an Timo Hoffmann. Ah, noch jetzt macht er es wieder richtig, versucht mit der Linken da zu punkten. Ich habe heute bisher einen neuen Assistenten neben mir sitzen. Hat diesen Job bei sportbild.de gewonnen. Jochen Rösler aus Berlin. Das sieht man, wer solche Dinger hier wegsteckt, ohne damit der Wimper zu zucken, er atmet mal tief durch und stellt sich wieder. Ja, so mit seinen eingesprungenen linken und rechten ist es jetzt nicht mehr so weit her. Da hat er auch schon eine Schwellung an dem rechten Auge. Da sind ein paar Linke an seinen Schädel gekracht. Wild entschlossen, dieser Timo Hoffmann. Er hat trainiert, knallhart, viele Läufe gemacht und das zahlt sich jetzt vielleicht aus.
pushing. I'm pushing. I'm pushing. Bolte hatte den großen Wunsch, nochmal gegen einen der Klitschkos boxen zu können, aber da ist er doch ziemlich weit weg, denke ich. Aber warten wir es ab. Ein Schlag kann ja bekanntlich im Schwergewicht vieles entscheiden. Ja, da hat er nicht getroffen. Wieder dieser Doppelschlag da Richtung Ohren. Da müsste jetzt dieser Robert Verweis es doch mal sehen. Wieder. Ja, genau. Das darf Timo auch noch nicht machen. Da vor den Gegner nicht hinstellen. Keine Aktion zeigen. Nur die Deckung hochnehmen. Da ist Botha gefährlich mit seinen linken und rechten Haken. War zu nah am Botha ran. Er muss mehr aus der Distanz boxen, dann trifft er auch besser. Die letzten Sekunden dieser dritten Runde. War etwas aussichtlich. Okay, da kannst du ruhig rechts auf den Zahn schlagen. Der Botha-Trainer. Warren Richard Hulley hat jetzt seit 14 gesagt, er soll gleich mal hier reingehen und versuchen, einen rechten Haken zum Kopf zu knallen. Warten wir mal ab, ob er das in die Tat umsetzt. Ja, hat er direkt mal den Ansatz gemacht. Also die linke muss er hochnehmen zum Kopf, Timo Hoffmann. Wenn er geschlagen hat. Genau, das ist das richtige Rezept. Langboxen, die linke als Haken schlagen, dann die rechte nachziehen. Hat Botha Probleme mit. Ja, die Halle steht jetzt hinter Timo Hoffmann. Witzigkeit der ersten zwei Runden ist jetzt vorbei. Jetzt kommt hier die Kernarbeit. Wer hat die bessere Kondition? Wer hat die bessere Taktik? Und die bessere Taktik hat momentan noch Timo Hoffmann. Beide lassen sich etwas ruhiger eingehen jetzt. Natürlich Strohfeuer da vom Botha, diese kurzen Häkchen Richtung Hoffmann. Hoffmann steht jetzt zu nah am Botha. Gut mal hier dieser Versuch eines rechten Aufwärtshakens. Aber er muss wieder auf Distanz gehen. Rechte wieder viel verpufft an Energie, weil er da zu nah am Gegner stand. Er muss Botha beschäftigen. Ja, die Rechte kommen jetzt nicht mehr so häufig so gezielt wie am Anfang. Ein bisschen das Gefecht hier. Ja, da fängt Timo auch mal wieder eine. Ja, hat er recht, der Ringrichter. Soll den Kopf da nicht in Schwitzkasten nehmen. So, Runde 5. Hoffmann nach Punkten vorne.
Zumindest auf meiner Scorecard. Botha versucht jetzt hier mit Einzelaktionen. Wechselt der 2003 ins Lager Dekemann. Kämpfer. Hat von 13 Kämpfen nur 2 gewonnen, aber die gegen hochkarätige Namen wie Jérôme de Banner und Peter Arz aus den Niederlanden. Ja, da steckt 2-3 Mal jetzt am Kopf von Timo Hoffmann ein. Da muss er jetzt aufpassen. Der Botha bleibt so lange gefährlich, bis er am Boden liegt. Momentan stimmt die Distanz nicht von Timo Hoffmann. Seine linke endet immer da, wo Botha nicht steht. Rechte zum Kopf von Botha, aber auch ohne Wirkung. Timo Hoffmann hatte so ein bisschen den Faden verloren. Er sollte sich da nicht auf unnötigen Schlagabtausch einlassen. Da ist der Botha Spezialist drin. Da muss er leicht lächeln, François Botha. Ja, Hoffmann muss sich jetzt wieder sammeln. Muss wieder versuchen, hier die Linie der ersten drei Runden zu finden. In dieser fünften Runde war es nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, was er gezeigt hat. Beide stürmen dann mal voneinander zu, feuern da aus der Nahdistanz kurze Haken ab, ohne da irgendwelche große Wirkung zu zeigen. Steht aber zu weit weg. Timo Hoffmann, keine gute Runde von ihm. Sechste Runde, danach ist Halbzeit angesagt in diesem Kampf um die WBF-Weltmeisterschaft, sagen wir mal WBF-Meisterschaft, ein klitzekleiner Verband. Die World Boxing Foundation 2004 in Australien, in Melbourne gegründet. Aber sind schon viele Boxer über kleine, unbedeutende Verbände in den Ranglisten nach vorne gekommen und haben dann auch nochmal bei den vier großen WBC, WBA, IBF oder WBO zugeschlagen. Und das hat Timo Hoffmann vor. Er musste allerdings seine Deckung wieder etwas geschlossen halten. Er hat noch Vorsprung aus den ersten vier Runden, sollte er es nicht leichtfertig verspielen. Botha, der sah in der zweiten Runde schon mal ein bisschen aus, ist auch da, er mit den Kräften haushalten muss, hat sich da wieder gefangen. Es gibt ja Boxer, die fangen in der zweiten Runde an zu pfeifen und in der zwölften machen sie es immer noch und haben dann gewonnen. Lang boxen muss er, dann die Rechte bringen, weil er lässt sich dann immer nach der ersten gut geschlagenen Linken in den Gegner reinfallen. Gefährlich für beide, wenn sie da so aufeinander zustürmen. Nicht nur wegen eines möglichen Kopfstoßes, auch dass man da irgendwie ohne Deckung dann in den linken und rechten reinmarschiert. Botha versucht es hier mit gelegentlichen Körpertreffern. Die haben Hoffmann noch nie wehgetan. Ja,
Dr. Botha lacht ja. Scheint der Kampf mittlerweile Spaß zu machen. Rechte zum Kopf, Deckung oben. Der ist nicht ungefährlich. 40 Jahre alt. Möchte mit 45 nochmal Weltmeister werden und dann George Foreman als ältesten Schwergewichtsweltmeister ablösen. Mindestens sein Ziel. Ob das erreicht, bezweifle ich. George Foreman war schon ein anderes Kaliber, konnte noch härter schlagen, aber Tim Hoffmann hat hier seine Probleme. Ja, da landen viele Schläge auch von Botha auf der Deckung. Sieht immer alles spektakulärer aus, als es ist. Ja, zu Ende der letzten Runde, da haben wir gesehen, dass Timo Hoffmann vieles richtig macht, nur leider war etwas zu weit weg vom Gegner. Die Schläge verpuffen und Dirk Jemski war jetzt auch ein bisschen sauer, hat gesagt, du musst den Mann unter Druck setzen von Anfang an, wenn du ihm immer wieder Pausen gönnst, dann kommt er natürlich wieder zurück. Und so ist es. Botha ist ein ausgebuffter Ringhund. Und er nutzt natürlich die kleinste Möglichkeit, um wieder Luft zu schnappen. Und er nutzt auch die kleinste Lücke in der Deckung von Hoffmann, um da zum Erfolg zu kommen. Aha, mal gut zurückgegangen. Die Rechte vermieden. Und jetzt muss man nach vorne, lang nach vorne. Aufwärtshaken geht vorbei. Erstaunlich, was Botha hier mit relativ wenig Bewegung im Oberkörper doch alles vermeidet. Naja, viel Arbeit für Robert Verweis, den Holländer. Ich hoffe, man macht jetzt den Fehler, dass er immer sich da wieder auf diesen Clinch einlässt. Anstatt den Kampf von der Ringmitte aus lang zu bestimmen. Das ist genau das, was Jemski gesagt hat. Wenn du dem die Gelegenheit gibst, sich wieder zu erholen, dann kommt er mit seiner Kondition auch gut über die 12 Runden. Hat man eine schöne Linke, aber hat sie auch von der Entfernung geschlagen und er setzt nochmal nach. Und ja, dann geht er in den Clinch und Botha absorbiert das. Mundschutz ist rausgeflogen. Ja, da brauchen wir jetzt nicht pfeifen. Ohne Mundschutz soll man hier nicht weiterboxen. Und es war eine Schlagwirkung. Ihm da dieses Kautschukstückchen aus dem Mund geschleudert hat, dann hat sich ausgespuckt. Das Ausspucken kommt dann, wenn die Luft so langsam weggeht. Gute Aktion mal wieder gewesen von Hoffmann und ich hoffe, da kann er jetzt auch wieder anknüpfen. Man muss merken, sobald er Linie in seinen Boxstil reinbringt, wenn er Botha mit der Linken beschäftigt, dann ist er erfolgreich, wie jetzt. Oh, die Rechte schrammt da über die Stirn von Botha. Aber das ist das Rezept. Er muss da keine Kunststückchen machen, er muss schnörkellos boxen, dichte Deckung und den Südafrikaner immer wieder beschäftigen. Jawohl, da war er nach vorne und trifft, gab es schon zwei. Südafrikanische Weltmeister bei den großen Verbänden. Eine war Gary Cousy und der andere Corey Sanders. So, wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit bei Dirk Jemski mit ihm in der Ecke, das haben Sie gesehen, Jörg Hohmann, Olaf Schröder-Kappmann. Die Linke hat mal wieder gepasst. Aber ich muss sagen, dieser Botha, der sieht erstaunlich fit aus. In dieser achten Runde hat ich ihm nicht zugetraut, hier von Anfang an. Schönheitspreis wird der Kampf nicht gewinnen. Aber geht trotzdem hoch her. Ganz kurz, knackig gezogen, haben Sie gesehen, wie der Kopf von Tim Hoffmann nach hinten flog, die rechte von Botha. Nochmal steckt es da ein am Kopf der deutschen Eiche. In den Baumwipfeln, den hat er gespürt.
Ja, das sind diese ganz schnell geschlagenen Haken vom Boateng, die gefährlich sind. Wenn er da nicht aufpasst, kann das schief gehen. Dann wissen wir aber, dass Timo Hoffmann da einiges wegsteckt. Let him go! Break! Stay back! Break! Break! Linke mal wieder durchgekommen. Wo bleibt die rechte? Die rechte kommt vom Botha. Let him go! Let him go, Fauci! Naja, diese Schläge sind da auf die Seite von Hoffmann. Bringt nichts in der. Tempelt er den Schlag wieder aus. Das muss ich schon sagen. Erstaunlich. Wie beweglich da dieser Botha noch ist. Ja, ich muss da nochmal rangehen am Mann. Dann bleibt er stehen, Botha, wenn er dann getroffen wird. Dann kommt er aus dem Gleichgewicht, da könnte er auch mal auf die Bretter, aber das hat Timo Hoffmann noch nicht drauf. Da schaut er erstmal. Er muss einfach hier mehr Dampf machen. Das war leichter gesagt als getan in Runde 8. Aber wenn er wirklich dieses Konditionsprogramm durchgezogen hat, das Dirk Chemski damit gemacht hat, dann müsste er eigentlich die Kraft haben. Ja gut, und da geht er auch mal dazwischen. Der Robert Verweis. Da kommt die Linke. Und dann steht er wieder im Clinch. Langboxen müsste auch mal die Rechte lang bringen. Aus der Distanz. Wenn er es macht, hat er meistens Erfolg. Da, genau. Und er wird wieder abgekontert. Meine Herren, der Botha hat wirklich mit allen Waschern gewaschen, ja, was er zeigt. Also interessant ist der Kampf allemal. Runde. Ja, Dirk Chemski hat gesagt, er soll jetzt hier nicht nur alles aus den Armen rausdrücken, nein, er soll auch mal die Beine einsetzen, stehen beim Schlag, dem Schlag noch mehr Power mitgeben. Er hat ja vor dem Kampf gesagt, bei Hoffmann ist es manchmal so, dass die Arbeit in den Beinen nicht zusammenpasst mit dem, was er mit dem Oberkörper macht. Und das ist hier wirklich in diesem Kampf wieder ein, zweimal wirklich auffallend gewesen. Gute Aktion jetzt. Jawohl. Was mir gefällt, ist, dass er versucht, immer sofort die Anweisungen umzusetzen. Das war mal wieder eine Aktion, die natürlich auch den Punktrichtern hier nicht verborgen bleibt. Da war mal ein Ellbogen mit drin von Hoffmann, aber scheint man diesen Boot da gar nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Steckt hier alles weg und teilt sofort wieder aus. Also Ulrich hat mit Sicherheit diejenigen, die geschrieben haben, hier klopfen ein paar Boxveteranen aufeinander rum. Der Kampf hat schon was. Wird sehr hart geführt und gehört mit Sicherheit zu den Besseren, was wir im deutschen Schwergewichtsring mitunter so sehen. Ja, die Seiten jetzt von Hoffmann ziemlich gerötet. Da massiert Botha doch mächtig drauf rum. Neunte Runde und konditionell ist dieser Botha nicht klein zu kriegen. Erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht. Hat ja 5 Jahre mit dem Boxen aufgehört, Botha. Entschied sich dann 2007 zu einem kleinen Comeback gegen den Australier Bob Mirovic.
gegen den Bruder Hoffmann auch schon so seine Mühe hatten, gewann. Gegen den Bär aus Wionga. 2009 folgte dann der zweite Kampf erst, wieder nach dem Comeback. Da holte er sich diese kleine WBF-Krone vom Durchschnittsamerikaner Ron Guerrero. So, mal ein Blick in die Ecke von François Botha, Warren Richard Hardy ist der Trainer und auch sein Vater, ein Adrian Botha, ist immer dabei, wenn sein Filius irgendwo in der Welt in den Ring steigt. Runde 10, sie sind jetzt noch 3x3 Minuten und von den Punkten her ist Team Hoffmann da auf einem guten Weg, diesen Kampf zu gewinnen. Aber er sollte doch noch vielleicht die ein oder andere Runde für sich entscheiden, würde die Sache sicherer machen. Alles wieder ungenau. Kleine Maltbewegung von Botha und da jagt Team Hoffmann seine Fäuste über seinen Gegner drüber. Kostet natürlich auch immens Kraft. Tut auch weh jetzt natürlich in so einer Phase des Kampfes. Wenn die Kräfte schwinden. Das war ein schöner Treffer von Team Hoffmann, aber er fängt auch wieder direkt vom Botha ein. Wieder zu nah drauf gewesen. Aber ich wiederhole mich jetzt. Distanzgefühl von Hoffmann lässt da wissen zu wünschen übrig. Bringt Deckung. Sieht zwar gefährlich aus, aber wenn Hoffmann da geschlossen steht, kommt nichts durch. Da die Rechte war einfach durchgekommen. Jetzt hat er mal gekontert, das muss er nachsetzen und verbunden. Fort ist der Routine da, klammert. Muss raus und wieder nach. Jetzt entscheidet die Füße, ist die rechte zum Kopf von Hoffmann. Nochmal. Verzieht er das Gesicht. Ja. Zwei Eisenschädel. Aufwärts sagen wir ja nochmal ganz gut. Den hat er vorhin zwei, dreimal angesetzt. Zwar nicht getroffen, aber wenn Botha da so offen vor ihm steht, wäre eine gute Waffe. Oh, wieder die rechte. Hoffmann muss nach dem Schlag die linke hochnehmen. Hat sich die Bandage etwas gelöst. Hoffmann fängt mir jetzt zu viel in der Runde. Sicherlich Vorteile für Botha in Runde 10. So, wir bleiben jetzt mal hier in der Halle und hören mal zu, was so in den Ringecken geboten ist. Ja, ja. Jürgen Langos da hinten, deutscher Punktenringrichter. Der junge Mann ist Warren Richard Hully. Some more tape, please. Here. Ist der Papa? Ja, da geht's ruhig zu. Da braucht nicht mehr viel gesagt sein. Versucht, die lange Distanz zu halten. Dirk James. Ja, die erste Minute lief akkurat. Nachher bist du in alte Trotteligkeiten reingefallen. Das muss weg. Rüber, auf die rechte Seite. Bringt mal rechte Runde. Okay. Komm, weiter. Okay. Come on. Tja, die Trotteligkeiten, die sollen wegbleiben. Noch zwei Runden. Ah.
Hoffmann will den Schloss der Mine, die er da aufsetzt. Fast so wie beim Sumo, wie die beiden aufeinander prallen immer. Ah, aber auch da viel zu wenig Treffer. Viel zu groß der Aufwand. Nochmal die Linke. Mach einen halben Schritt zurück und dann auch nochmal zu und sofort ist Botha auch wieder da. Irgendwie verrückter Kampf. Also wenn er da weiter so offen in die Rechten von Botha läuft, kann da noch was schief gehen. Der Botha zeigt hier, guck da, haut doch mal auf mein Kinn. Immerhin der gefärbte Bart da, den bietet er offenbar mal locker an. Der Hoffmann fällt jetzt momentan nicht mehr viel ein. Ja, es ist aus einem Kampf eher ein Gewürge geworden, aber natürlich Kraft gekostet. Wieder wird Hoffmann da abgefangen, meine Herren. Immer wieder diese Rechte. Also da wären viele andere hier schon schwer K.O. gegangen, der Hoffmann, der steckt die Dinger weg. Aber er sollte jetzt wirklich seinen Punktvorsprung in diesen letzten Runden nicht noch verspielen. Wäre schade um die große Chance. Am Anfang hat er stark geboxt, da wieder die Rechte. Nochmal, es ist Hoffmann in Schwierigkeiten und Botha merkt es natürlich und Hoffmann geht runter. Ich hab's gesagt, er muss aufpassen auf diese Rechte und das macht er nicht und da schlägt es ein bei ihm und geht's weiter. Robert Verweis schaut ihn in die Augen. Ja, ja, gibt den Kampf nochmal frei. Und da ist die Runde rum, hat er Glück gehabt. Natürlich kann ein Gong einen Boxer nicht retten, aber er hat den Kampf hier wieder freigegeben gehabt. Und das waren jetzt schon mal 2 Punkte Abzug. Timo, du brauchst die letzte Runde, hast du verstanden? Das hat sich abgezeichnet, hier die Rechte. Da taumelt er vor Botha her. Nochmal die Rechte, nochmal immer wieder die Rechte. Und er nimmt die Linke nicht nach oben, die Häufigkeit der Schläge hat es gemacht, dass er runter musste. Selbst ein Mann, der so viel Fett stecken kann wie Hoffmann, muss diesen Schlägen Tribut zahlen. Du musst jetzt kämpfen, okay? Du brauchst die letzte Runde. Die letzte Runde muss deine sein. Ja, da recht. Die letzte Runde braucht er jetzt plötzlich wieder. Das Publikum steht nochmal hinter Timo Hoffmann. Geht so weiter. Botha boxt ja fast nur mit seiner Rechten. Und das sollte Hoffmann eigentlich aufgefallen sein, aber er schluckt und schluckt. Nochmal, auf Gott, und da fällt er weg und da geht er runter. Kommt er nochmal hoch. War natürlich auch ein bisschen nachgeholfen, aber er ist benommen. Und da hat er schon mal so halb abgewunken. Was macht er? Kampf nochmal frei. Botha hat er schon gefeiert, aber eine ganz klare Anweisung von Robert Verweis war es nicht. Dann wäre er auch noch mit dem Kampf abgebaut. Wieder die Rechte. Hoffmann ist fertig. Hoffmann kann nicht mehr.
Er schluckt jetzt hier diese rechten Hämmer ein nach dem anderen. Tapfer stellt sich nochmal in den Kampf. Aber vielleicht winkt ihm ja auch nochmal ein Glücksschlag, wer weiß. Muss jetzt hier einfach versuchen durchzuhalten und hoffen, dass möglichst viele Runden an ihn gegangen sind in der Anfangsphase. Wenn er K.O. geht, ist es doch so vorbei. Wieder diese harte Rechte zum Kopf. Hoffmann taumelt jetzt hier nur noch diesem Ende entgegen. Aber es sind noch 1 Minute und 20 Sekunden. Verdammt lang im Einboxkampf. Bothe macht es ganz ruhig. Da überpaced nicht. Da weiß er, kommt wieder vorbei. Links-Rechts-Kombination zum Kopf. Hoffmann klammert. Da fällt er zu Boden. Ich glaube, es ist Schwäche mittlerweile. Und dieser Bothe, wo wir alle gedacht haben, konditionell hat er hier nicht allzu viel zu bieten. Der dreht hier in diesen letzten Runden nochmal so richtig auf. Zeigt Routine und auch Klasse, muss man sagen, so wie er die Schwächen von Hoffmann da ausnutzt. Noch 30 Sekunden. Naja, komm. Da scheppert es schon wieder am Kopf. Meine Herren, schon erstaunlich. War unten da Timo Hoffmann, aber dass er da auch so alles wegschlägt. Linke nach oben. Ja, noch ein paar Alibi-Angriffe, aber er muss jetzt hier gucken, über die Zeit zu kommen und dann hoffen. Nochmal die Rechte zum Kopf. Und jetzt ist der Kampf vorbei. Und ja, François Bothe. Er zeigt die Siege sicher. Er hat die letzten Runden klar gewonnen. 10 hat er gewonnen, 11 mit 2 Punkten, 12 mit 2 Punkten. Und damit ist der Vorsprung eigentlich von Hoffmann weg gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich hier die Punktrichter tatsächlich entscheiden werden. Ganz, ganz schwer hier. Aber nach diesem Schluss, nach diesem Ende, denke ich mal, würde es mich nicht groß Wunder, wenn der Sieger hier François Bothe heißen würde. Aubry Erasmus aus Südafrika, Matteo Frattini aus Italien, Andreas Müller aus Herxheim entscheiden jetzt. Er hat zu viele Punkte abgegeben in den letzten Runden. Vollkommen unnötig. Timo Hoffmann, er hätte seinen Stiefel durchboxen sollen. Langboxen. Wenn Bothe kommt, den Rückwärtsgang einlegen, seine Schläge ins Leere laufen lassen. Er hat den Kampf angenommen und wenn du dann natürlich in diese immer noch knallharten Rechten des Südafrikaners läufst, dann ist irgendwann auch mal der härteste Schädel weichgeklopft. Ja, Bothe hat überrascht, muss ich sagen. Haben ihm sicherlich nicht so viele zugetraut, dass er hier vor allen Dingen in den letzten 3 Runden noch mal so mächtig auftritt, aber Timo Hoffmann hat es ihm auch leicht gemacht. Timo Hoffmann, er weiß, dass er da zum Schluss wirklich viel versemmelt hat. Jörg Czemski, sein Trainer, beide sind auf die gleiche Schule gegangen. Czemski 2 Klassen über Timo Hoffmann, sie kennen sich also schon ewig. Steinfurt. Die Magdeburger hoffen noch und Bothe lässt sich feiern. Also, er hat seinen großen Sprüchen wirklich Taten folgen lassen, das muss man sagen. Hufen des weißen Büffels werden hier von den Bandagen befreit.
Der Gürtel, um den es geht. Der Gürtel, der für einen von beiden nochmal zum großen Sprung in die Weltklasse werden soll. Müssen sie sich beide noch ein bisschen zulegen, ganz klar. Hoffmann hat wirklich phasenweise gezeigt, was er drauf hat, dass er durchaus den Groß mithalten kann, aber dann in der entscheidenden Phase, da hat er einfach die Konzentration fehlen lassen und ist dann in diese fürchterlichen Rechten gelaufen, die ihm gefällt hatten. Aber warten wir mal ab, wie die Punktrichter das Ganze hier gesehen haben. Beide haben sich nichts geschenkt und wir haben ein ganz, ganz knappes Urteil. Referee Rossi Erasmus aus Südafrika punktet 117 zu 110 für François Botha. Also der Südafrikaner hat Botha 7 Punkte vorne. Punktrichter Andreas Müller aus Deutschland punktet 113 zu 114 für Timo Hoffmann. Ein Pünktchen vom Deutschen für Hoffmann. Punktrichter Matteo Frattini aus Italien punktet 114 zu 113 für François Botha. Also und neuer Champion nach WWF mit Botha hat den Titel verteidigt. François Botha. Er hat den Titel verteidigt und man kann ja wirklich nicht von einem Fehlurteil sprechen, denn Timo Hoffmann hat den Kampf hier wirklich in den letzten Runden vergeigt. Und ich gebe ab zu Klaus Grönewald. Ja, zunächst mal vielleicht, liebe Gäste hier in der Halle. Ich denke, beide Kämpfer haben uns heute wirklich einen tollen, unterhaltsamen Kampf geboten. Beide haben sich nicht geschont. Vielen Dank euch beiden nochmal dafür. Dankeschön. Timo. Sie haben super angefangen. Ich kann mir vorstellen, natürlich, die Enttäuschung jetzt ist riesengroß, weil Sie sich eben hinten raus dann doch das ein oder andere Mal ja, vielleicht zu blöd haben erwischen lassen. Ich muss erstmal allen Zuschauern danken, die in die Halle gekommen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Fans. Vielen Dank, Zuschauer. Ich habe gesehen, dass heute nicht gereicht hat gegen François Botha. Und ich muss sagen, er hat stärker geboxt, als ich ihn erwartet habe. Kompliment an François Botha und bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich jetzt gar nichts mehr sagen möchte, dass ich jetzt einfach nach Hause fahren möchte und mich entspannen möchte. Dankeschön, einen Riesenapplaus nochmal für Timo Hoffmann. Timo, du hast trotzdem eine tolle Leistung geboten und Annette jetzt mit dem Sieger. Ja, es war ein spannender Fight, ein spektakulärer Fight. Es sah lange Zeit danach aus, als wenn François Botha hier nicht so richtig zum Zuge kommt. Und ich möchte jetzt von ihm wissen, wann er gemerkt hat, dass er diesen Kampf heute gewinnen wird. François Botha, it was a spectacular fight. When did you know that you will win the fight? Basically, you know, I was very sluggish the first few rounds. And Timo was catching me. But I knew I had to draw him in, into my distance where I can counterpunch. And, you know, he made that mistake of coming too close, and you know, the buffalo got him. This time it wasn't buffalo season, it was hunter season. Er sagte, in den ersten Runden war es tatsächlich sehr schwer für ihn, aber hat relativ schnell gemerkt, dass er Timo kriegen wird, wenn er ihn auf Distanz hält. Und er sagte, also die Büffeljagd ist eröffnet, war ja der Leitspruch vor diesem Kampf. Die Büffeljagd ist definitiv nicht eröffnet, es geht weiter mit François Botha. Dennoch, Timo hat eine gute Leistung gebracht hier heute im Ring. Und die Frage ist, hat François Botha tatsächlich so einen starken Kämpfer erwartet? François, did you expect such a strong fighter? No, I didn't. You know, it was surprising. Timo really is a good fighter. I mean, he surprised me by his technique. I mean, he caught me with a right, which I rarely get caught with. But above all that, you know, I want to thank my God, Jesus, for helping me through this, get me the victory. I want to thank SES Promotions and all the people of Germany. Thank you for your nice treatment that you gave me. I appreciate it. Thank you. François Botha hat in der Tat nicht so einen starken Kämpfer erwartet wie Timo Hoffmann. Er war selber sehr überrascht, aber über die Distanz hat er es dann geschafft, einen überzeugenden Kampf zu leisten. Er bedankt sich bei Deutschland, er bedankt sich beim deutschen Publikum, bei SES Boxing und er will gerne wiederkommen zurück nach Deutschland. So, ich darf vielleicht nochmal.